Morgen, ihr Lieben. Ja, ihr seht mich heute mal aus unserer Küche. Und zwar habe ich heute vor, was zu backen. Und das ist unser absolutes Lieblingsrezept für Muffins. Und ja, den Teig machen wir eigentlich immer gleich. Und dann kann man sich sozusagen entscheiden, was man da dann noch reintun möchte. Heute gibt es bei uns Erdbeer-weiße Schokoladenmuffins. Wow. Ich liebe diese Mischung einfach, diese Kombi. Und ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie wir das so machen. Und vielleicht hat ja der ein oder andere von euch oder die ein oder andere von euch auch Lust, das mal nachzubacken. Deswegen wollte ich das Ganze heute mal mitfilmen. Ja, wundert euch nicht, dass meine Haare noch so nass sind. Ich komme gerade frisch aus der Dusche. Und ja, als nächstes zeige ich euch mal die ganzen Zutaten, die ihr dafür braucht. So, da haben wir einmal 350 Gramm Mehl. Dann haben wir 100 Gramm weiße Schokolade, 2 Teelöffel Backpulver, dann ein Päckchen Vanillezucker, das habe ich jetzt hier reingefüllt. Hier sind 150 Gramm Zucker drin. Dann braucht ihr 2 Eier, dann so viel Erdbeeren, wie ihr da rein haben wollt. Ich habe das auch schon mal mit Heidelbeeren gemacht oder Blaubeeren und da habe ich ungefähr 150 Gramm genommen. Und jetzt bei den Erdbeeren nehme ich auch so zwischen 150 und 200 Gramm davon weg. Das sind jetzt natürlich mehr, aber sieht gerade ganz schön aus. Circa 100 Milliliter bis 150 Milliliter Milch. Das kommt allerdings erst ganz am Schluss beim Teig dazu. Und da müsst ihr dann gucken, wie viel ihr genau braucht. Das ist irgendwie bei mir auch jedes Mal unterschiedlich. Und hier bin ich gerade schon dabei, die Butter zu zerschmelzen. Da braucht ihr 150 Gramm von ganz normaler Butter, aber eben im geschmolzenen Zustand. So, und jetzt geht's weiter. Als allererstes braucht ihr eure geschmolzene Butter und tut die in eine Schüssel rein. Die Schüssel muss jetzt noch nicht ganz so groß sein, aber ich hatte jetzt irgendwie gerade keine kleinere mehr zur Verfügung. Dann kommt der Zucker, der wird so langsam eingerührt. Das stellen wir jetzt mal kurz zur Seite. So, jetzt habe ich mir eine etwas größere Schüssel geholt und siebe jetzt hier schon mal mein Mehl rein. Ich mache das eigentlich grundsätzlich so, wenn ich backe, dass ich da irgendwie das Mehl einfach siebe. Ja, dann haben wir halt später nicht so diese Klumpen. So, dann kommt außerdem hier unsere Prise Salz hinzu und unser Backpulver. Okay, dafür brauche ich kein Sieb. Und auch der Vanillezucker kommt hier rein. So, das Ganze verrühre ich jetzt mit einem Schneebesen so ein bisschen. Und wir müssen jetzt sowieso etwas warten, da die Buttermasse mit dem Zucker, die jetzt halt ein bisschen abkühlen muss. Deswegen haben wir jetzt kurz Zeit und können uns schon mal unser hier Handrührgerät irgendwie zurechtnehmen. Das brauchen wir nämlich jetzt gleich. Und außerdem können wir in der Zeit schon mal die Förmchen in die Muffinform rein. Circa 2 Stück in eine vorgefertigte Muffinform des Bleches. Oh mein Gott, keine Ahnung. So, und so sieht das Ganze dann aus. Da stelle ich jetzt nochmal weg und kümmere mich in der Zeit um die Erdbeeren und um die weiße Schokolade. So, jetzt braucht ihr die weiße Schokolade. Die braucht ihr praktisch in so ganz kleinen Würfelchen. Und da könnt ihr einfach ein Messer nehmen und die dann in kleine Würfelchen hacken. Und zwar wird das Ganze dann mit den Erdbeeren gleich, wenn der Teig fertig ist, unter den Teig gehoben. Deswegen, also die werden dann auch mitgebacken, diese Stückchen. Deswegen brauchen wir die halt relativ klein und fein. Okay, ich bin jetzt hier gleich fertig und kümmere mich dann um die Erdbeerchen. Ich habe jetzt hier auch meine Erdbeeren umgefüllt in eine Schüssel und habe hier noch meine weiße Schokolade. Und jetzt in der Zwischenzeit ist praktisch die Buttermasse auch schon abgekühlt.
so dass wir da jetzt weitermachen können. Yeah. Jetzt habe ich mir wieder meine Butter-Zuckermasse geschnappt und rühre hier nochmal kurz durch. In diese Masse werden jetzt 2 Eier reingegeben. Und das Ganze verrühre ich jetzt auch nochmal kurz. Die Masse sieht jetzt so aus. Und jetzt schnappen wir uns unsere Schüssel mit der ganzen Mehlmischung und können schon mal unser... Ui, ich mache hier wieder nur Mist. Und können schon mal hier unser Handrührgerät zurecht machen, weil wir das dann gleich brauchen werden. Die ist schön klebrig, aber jetzt fehlt ja noch halt so ein bisschen die Leichtigkeit sozusagen und deswegen kippe ich jetzt nach und nach hier so ein bisschen Milch rein und arbeite die so ein bisschen mit diesem Teigschaber da ein. Jetzt schnappe ich mir hier die weiße Schokoladenstückchen. Und tue die komplett hier rein. Das gleiche mache ich mit den Erdbeeren. Und jetzt hebe ich das alles unter. Also ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, dass die halt nicht so ganz zerdetschen. Jetzt hebe ich das unter diese schöne Teigmasse drunter. Und danach können wir schon ans Befüllen der Förmchen. Ich habe mir jetzt hier meine Förmchen wieder zurechtgeholt und zum Befüllen benutze ich jetzt einfach mal so einen ganz normalen Esslöffel. Also ich fülle jetzt so circa etwas mehr als die Hälfte die Förmchen. So. Genau. Und das mache ich jetzt mit allen. Das Ganze kommt jetzt bei ca. 180 Grad, beziehungsweise 180 Grad würde ich jetzt nehmen bei Ober- und Unterhitze. Und wenn ihr einen Heißluftofen habt, dann auf jeden Fall so immer 20 Grad weniger, also 160 Grad bei Heißluft, für 15 bis 80 Minuten in den Backofen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. So sehen jetzt die fertigen Muffins aus. Und ja. Och, wir lieben die einfach, wir finden die total lecker. Und ja, dann wünsche ich euch, wie gesagt, guten Appetit, viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!